Hallöchen Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ich habe gerade geduscht und diese Dusche war sehr warm und jetzt fühle ich mich wie in einer Situation, in der ich meinen Hodensack in warmes Wasser halte, nachdem ich meine Freundin im Dezember aus der Wohnung geschmissen hat über Nacht. Aber egal, das war gerade eine ekelhafte Darstellung. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, mit einem Charakter durchzuspielen, mit dem wir noch nicht durchgespielt haben, wie zum Beispiel Judas? Wisst ihr, versteht ihr, weil wir mit Judas durchspielen wollten, aber dann mit Blue Baby geschafft. Aber auf jeden Fall, Wow. Oh mein Gott, ich habe so wenig FPS, das gibt's gar nicht. Muss ich aber leider mit leben. Tut mir leid, aber ich lade gerade nämlich noch hoch. Und zwar die Minecraft-Folge, die leider am Samstag nicht hochkonnte. Deswegen kann ich leider Opera nicht schließen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, oh, Best Friend. Nein. Nicht Best Friend. Also, Best Friend ist kein schlechtes Item, aber es auf keinen Fall ersetzt es in irgendeiner Weise Book of Belial. Also, ich kann zumindest damit mal versuchen, ein Secret Room zu finden, aber ich kann für nichts garantieren. Also, es tut mir sehr leid, aber ich muss mal ganz kurz auf Low stellen. Ansonsten habe ich so ein laggiges Spiel, das gibt's gar nicht. Damit kann ich gar nicht richtig spielen. Aber ich stelle es so... Ach, komm schon. Das war unfair. Ich hasse es, als Judas zu spielen, zumindest wenn man so wenig Leben hat. Aber ja, ich hoffe... Na gut, das Herz wird es einigermaßen ersetzen. So. Ich hoffe, es macht euch nicht so viel aus, dass es so ein bisschen laggy ist, aber naja, gut. Ich muss damit zurechtkommen, also wisst ihr was? Hier. Vielen Dank. Nicht weglaufen, nicht weglatten, nee, nein! Du dreckiger... Okay, ich bin tot. Ich werde wahrscheinlich verrecken. Los, glatten, ich schieße nach oben. Nein, nicht so. Ich meine, richtig nach oben schießen, genau. Damit ich dich besiegen kann, vielen Dank für nichts. Okay, das mit Best Friend hat sich anscheinend erledigt. Wie wäre es denn, wenn wir uns wieder Book of Belial wiederholen und uns stattdessen mit der Bombe versuchen, zum Secret Room zu bomben? Aber, ja, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, bei Laggy. Ich lade gerade hoch die Minecraft-Folge, die leider Samstag nicht hoch konnte, weil das Ding gefühlte... was heißt gefühlte? Es ist 1,6 Gigabyte groß. Also kann ich da leider nicht sagen, hey Leute, ja, das kommt heute. Nein, kommt nicht. Tut mir leid, Leute, für diejenigen, die mich in, die das, Gewinnspiel-Video von Seestern, beziehungsweise das Ankündigungsvideo vom Gewinnspiel-Video, gedisliked haben, weil Minecraft nicht kam. Tut mir sehr leid, aber ich kann leider nicht, eine Serie ausfallen lassen, nur weil die andere nicht kommt. Das finde ich zum Teil halt echt scheiße, wenn man zum Beispiel irgendwie, das habe ich zumindest bei anderen gesehen. Also, bei mir ist es nicht direkt so passiert, aber, oh mein Gott, mit Judas Jesus Juice zu bekommen, ist einfach himmlisch. Ich weiß gar nicht, wie das zusammenhängt mit Book of Belial, weil Jesus Juice wird normalerweise unseren Angriff, wie hoch haben wir denn? 5 Stück. Unseren Angriff, um, ich glaube, 33% erhöhen. Und wir hatten ja vollen Angriff, weil wir Book of Belial hatten, aber ich glaube, das zählt nicht, wenn wir Book of Belial kriegen. Ich glaube, es erhöht einfach nur um 1. Aber naja, gut. Ich wollte übrigens im letzten Raum nicht, im letzten Floor nicht den Secret Room suchen, einfach weil ich mir sicher war, dass ich nicht gefunden hätte mit einer Bombe und ich wollte mir meine Bombe noch aufsparen. Da waren nämlich zwei verschiedene Locations, wo das hätte sein können. Verdammt nochmal, hätte ich das TNT... Könnte ich das TNT sprengen, dann könnte ich an den Tinted Rock... Meine Güte. Die Spinnen sind Mist. Vielen Dank, dass ihr mich ausreden lässt. Oh mein Gott. Aber ja, das finde ich zum Teil echt scheiße, wenn... zum Beispiel, wenn jemand eine Serie hat und... was weiß ich, einer mag die Serie nicht, dann tut er nicht ignorieren, tut er der Zuschauer, der die Serie nicht ignorieren, sondern stattdessen geht er aufs Video, keine Ahnung, disliked, also bei mir ist das jetzt nicht der Fall, aber ich meine nur, geht er dann unter das Video, disliked es und sagt dann, ich will aber das und das sehen. Weil, ihr müsst verstehen, beim Let's Playen geht es nicht darum, dass eine Serie der andere behindert oder sowas, sondern es geht darum, dass eine Serie kann in den seltensten Fällen verhindern, dass die andere Serie hochkommt. Wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich was hochladen muss, zwei verschiedene Dinge, und zwar ganz schnell, und dann muss die eine Serie halt hoch und die andere auch, und ich kann nicht beide gleichzeitig hochladen, also von daher wird dann die eine die andere behindern in dem Sinne. Vielleicht schaffe ich das. Ja, gut. Yeah. Aber in seltenen Fällen wird aufgrund eines Videos das andere nicht kommen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt theoretisch die Nebenprojekte auslassen würde, dann würde Minecraft auch nicht schneller kommen. Also das will ich schon mal sagen, denn Minecraft und zum Beispiel Minecraft und die Nebenprojekte sind einfach ganz völlig andere Dimensionen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Nebenprojekte meistens in Sessions aufnehme. Das heißt, ich nehme mir Abend in Anführungszeichen frei und und sagt dann, hey, nimmst du mal eine Stunde, was weiß ich, FTL auf oder so. Und das hat nichts, rein gar nichts mit Minecraft zu tun. Also,
theoretisch, wenn ich Minecraft auslassen würde, dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit für andere Projekte. Aber andere Projekte brauchen keine Zeit, woraufhin ich nicht mehr aufnehmen werde, weil ich einfach nicht mehr brauche. Ich meine, ich habe momentan 3 Nebenprojekte am Laufen, glaube ich. Also Scribblenauts ist ja nicht direkt ein Nebenprojekt, aber es läuft in den Nebenprojektzeiten. Das heißt, ich lade es hoch, während, wenn zum Beispiel am Mittwoch, wenn zusammen mit S4 League oder so. Aber wenn ich jetzt theoretisch kein Scribblenauts mehr aufnehmen würde, dann würde Minecraft auch nicht schneller kommen. Schon mal das vorweg. Und außerdem, und deswegen, erstens solltet ihr dann nicht unter das eine Video schreiben, hey, ich will mehr XYZ sehen. Einfach weil ich automatisch annehme, dass die Leute, die Binding of Isaac anklicken, ganz genau wissen, oh, Binding of Isaac, das soll ich nicht schauen, wenn ich nicht Binding of Isaac mag. Also soll jetzt keiner hier das Video schauen, ich will aber S4 League sehen. Ihr wisst doch ganz genau, dass es Montag, Mittwoch und Freitag kommt. Dudes. Also wie gesagt, das passiert bei mir jetzt nicht direkt so heftig, aber ich will nur gesagt haben, das ist recht oft in YouTube gesamt passiert und deswegen solltet ihr, bevor ihr das tut, will ich euch nur darum bitten, das nicht zu tun, egal bei welchem YouTuber. Aber ja, wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass es so ein bisschen laggy ist gerade und ich werde später nochmal pausieren, aber ich glaube, der Run dauert zu lange, beziehungsweise dauert zu kurz. Aber die Pille nehmen wir, willkommen Health Up und das hier ist... Wars of Steel, oh mein Gott, wie könnten wir mit Judas so Luck haben? Das gibt's gar nicht. Na gut, wir haben ein Leben mehr, was wir als Judas gebrauchen können. Und zwar wie heftigst. Oh yeah, der hat einen abgeballert. Oder war ich das? Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Aber ja, wir haben eine Bombe. Eventuell könnte ich sogar in Secret Room gehen. Ich hab's gewusst, dass er da nicht ist. Oh Mann, der ist wahrscheinlich da unten. Ja, neben dem Item Room, genau da. Wo gehe ich denn hin? Ich will doch in die Richtung. Aber ja, tut mir sehr leid. Der Upload dauert noch etwa 40 Minuten. Ich glaube, bis dahin bin ich fast fertig. Das war, von daher werde ich leider diese Folge auf niedriger Quali spielen können oder müssen. Aber das Gute ist, ich habe meine Stimme wieder, beziehungsweise meine Zunge. Ich kann sie wieder vollstens bewegen. Ich kann wieder normal sprechen und muss nicht so sprechen. Ich habe irgendwie seit ich denken kann, habe ich immer alle Wochen oder sowas wunde Stellen im Mund. Also, da wundere ich mich immer, ja, wie passiert das eigentlich? Ich meine, ich tue mehr als zweimal, oder sagen wir, mindestens zweimal, das war ein scheiß Damage, mindestens zweimal am Tag, ich wollte gerade sagen in der Woche, das wäre, glaube ich, ein bisschen ekelhaft gewesen, am Tag tue ich meine Zähne putzen, und zwar ordentlich. Oh, the nail. Das ist, ich komme in Versuchung, wisst ihr was? Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt in den Devil Room gehe und nichts kaufe? Weil normalerweise ist es so, wenn man in den Devil Room geht und was kauft, dann verringert sich die Chance, dass man in den nächsten Floors einen Devil Room bekommt. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, könnte es sein, dass wir trotzdem keinen mehr in Zukunft bekommen. Aber tut mir leid, aber the nail. Das mache ich auf jeden Fall, vor allem, weil wir Health-Up-Pillen in der Rotation haben. Das heißt, ich könnte theoretisch... oh, wir haben XL-Floor, okay. So, da benutze ich jetzt meine Nail. Aber auf jeden Fall, ja, das frage ich mich. Und, wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Ah ja, genau, bei meiner wunden Stelle im Mund. Ich habe eigentlich eine gute Mundhygiene, aber aus irgendeinem Grund bekomme ich alle paar Wochen oder sowas wunde Stellen im Mund. Sei es auf der Lippe, sei es unter der Lippe, also zwischen Lippe und Zähne. Sei es unter der Zunge, was am schlimmsten ist, weil das dann komplett meine Konsonanten behindert. Und zwar massivst. Weshalb ich auch klinge wie ein 13-jähriges amerikanisches Mädchen, wenn ich so eine wunde Stelle im Mund habe. Oh mein Gott, das Ding habe ich so erwartet. Hey Leute, wer will mit mir auf ein Date gehen? Normalerweise sind die in den Serien eigentlich gar nicht so hässlich. Aber die werden immer so dargestellt, nur weil die eine Spange haben. Irgendwie ist das ein bisschen oberflächlich. Aber ja, egal. Themawechsel. Wir sind bei Two of Clubs. Und das wiederum gibt uns doppelte Bomben. Das will ich allerdings aber noch nicht benutzen, solange ich nicht mehr als 2 Bomben habe. Und ihr werdet verrecken. Das war eine schöne Aussicht. Aber ja. Themawechsel, wir sind bei Binding of Isaac, wir haben einigermaßen gute Items, aber dafür mussten wir unser Book of Belial abgeben. Und euch Spinnen will ich so schnell wie möglich killen, bevor ihr mir auf den Sack geht. Das war ein cooler Dodge. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir einen einfachen Job. Zumindest wenn die Spinnen sich nicht entscheiden, rauszugehen aus ihrem Gefängnis. Oder, naja, Gefängnis. Das ist das Äquivalent zu einem Gefängnis mit offener Tür. Und wenn der Wächter mal kurz nicht hinguckt, dann rennt Mr. Haben wir einen engen Angriff ab? Ja, tatsächlich. Dann rennt er... Gefängnis, der Typ im Gefängnis einfach weg. Tut mir leid, ich laber wieder zusammenhangslosen Müll. Oh, ein Zentner. Es gibt sogar eine Möglichkeit, und zwar so. Ich hätte vielleicht Two of Clubs einsetzen sollen. Aber egal, wir gehen in den Shop, wenn wir die Chance dazu kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt was nützen wird, aber
Aber jetzt kann ich es wieder wettmachen mit den Bomben. Pass mal auf, Achtung. Ihr werdet euch jetzt sicher denken, nein, benutzt es, bevor du den Tinted Rock auf bombst. Nein, denn, ich zeige euch mal einen coolen Trick. Denn wenn wir 0 Bomben haben und dann verdoppeln, bekommen wir 2 Bomben. Und damit habe ich jetzt eine Bombe gespart, beziehungsweise eine Bombe aus dem Nichts heraus. Und das ist Razorblade und das ist ein Scheiß-Item. Yeah! Razorblade gibt uns nämlich einen Angriff ab, sobald wir, na komm. Sobald wir, uns, weil wir es einsetzen. Allerdings, also schadet es uns. Also man kann Herzen opfern für Angriff ab. Und tut mir leid, aber nope, no way. Also würde ich mal sagen, wir gehen mal hier runter. Und setzen die Nail direkt ein. Ich will nämlich so oft wie möglich mein Spirit Heart haben. Oh mein Gott, das war knapp gerade. Ach ja, übrigens, ich habe ganz vergessen, man kann hier mit der Nail die Steine umhauen. Und man kann auch Gegner schaden. Wenn man mit der Nail, wenn man mit der Nail auf Gegner zurennt, kann man den schaden. Das wusste ich zuerst gar nicht. Und unser Julius sieht gerade so aus, als ob er was Ordentliches abgegriffen hätte. Apropos Krankheiten. Ich habe noch ein cooles Spiel gekauft auf dem App Store. Und wie gesagt, für alle, die jetzt sich jetzt interessieren, ich kaufe meine Apps über Amazon Apps Shop. Da kann man nämlich per Bankeinzug bezahlen und muss keine beschissene Kreditkarte benutzen. Aber auf jeden Fall, ich habe mir ein Spiel gekauft namens Plague Inc. Also Plague Inc. Incorporated. Und dieses Spiel ist ein, das habe ich glaube ich schon mal davon erzählt, das war so ein Flash-Game namens Pandemic, also Pandemic. Und da musste man so ein Virus oder so ein Bakterium halt, je nachdem was man ausgewählt hat, steuern, dass sich über die Länder verteilt und man muss so viele wie möglich erwischen, muss die Symptome klein halten, bis alle infiziert sind und dann volle Kanne auf, was weiß ich, hier Organversagen gehen und dann, ja, also auf jeden Fall ist ein cooles Spiel. Und das habe ich mir gekauft und das ist eigentlich ganz cool, nur verliere ich da immer. Aber heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. So, jetzt würde ich sagen, wir lassen es mal und gehen stattdessen in den Shop. Denn ich will ja noch im Shop was kaufen. Und wir haben sowieso nur noch 3 Shops, maximal. Oh, Greed Heads. Die müssten nicht unbedingt ein schwerer Job sein, wenn... Aua, wenn sie nicht... Jetzt haben wir eine Münze verloren, na toll. Ihr dämlichen Greed Heads. Ich hoffe, ihr lasst ein bisschen Geld fallen, ansonsten... Ansonsten gibt es Tote. Aber ja, cooles Spiel, Plague Inc. Das habe ich mir geholt. Cut the Rope. Scribblenauts. Aber ja, das habe ich euch schon mal erzählt, also... Ich sollte den Mund halten. Aber es fühlt sich gut an, meinen Mund wieder benutzen zu können. Das solltet ihr nicht falsch verstehen. Apropos die Kommentare vom letzten Video. Konnte ich selber nicht glauben, was euch da alles einfällt. Verdammt nochmal, ich habe gesagt, Wund im Mund. Was ist daran schon falsch zu verstehen, bitteschön? In welchem Falle, der irgendwas mit Sex zu tun hat, ist der Mund wund? Sagt mir das bitte mal. Ihr seid kranke, kranke Menschen. Alle von euch. Und deswegen liebe ich euch so sehr. Ihr seid extrem langsam. Scheint so, als ob ihr... Als ob ihr nicht so... Die da unten wissen nicht so wirklich, wo ich hingelaufen bin, glaube ich. Aber ich nehme es dir nicht übel. Ich meine, die haben ja keine Augen mehr. Aber Kane hat auch nur noch 1 und der kann prima sehen. Oh mein Gott. Das war gerade, Bershi. Was machen wir da jetzt? Ja, von mir aus. Genau. So, die Pille ist Health Up. Vielen Dank dafür. Und ja, jetzt benutzen wir... Ist eigentlich ganz gut, dass wir einen Health-Up bekommen haben. Jetzt weiß ich nämlich, dass ich doch ein bisschen Glück haben kann. Aber ja, was wollte ich machen? Ich wollte Audacity minimieren, damit das nicht so an den Ressourcen klappert. So, du. Ich habe so viele Sachen auf dem zweiten Bildschirm auf. Das ist immer unglaublich. Aber ja, was haben wir jetzt vor? Wir versuchen, nicht zu gegettet zu werden. Wir haben 15 Münzen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich noch eine 15. Münze eingesammelt habe. Das ist schlecht, denn jetzt haben wir doch wieder nur 14. Aber zumindest werden wir vermutlich eine bekommen, wenn wir gleich... Ja, back dich da rein. Das ist die beste Möglichkeit. Ah ja, eine Nail habe ich ganz vergessen einzusetzen. Na komm. Oh, dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt brauchen wir noch eine letzte Münze, um in den Shop zu gehen. Bitte ganz schnell abballern. Na komm, scheiß drauf. Aber bis jetzt Schaden ist jetzt auch nicht so wirklich das Schlimme. Oh mein Gott, diese neutralen Fliegen, die machen mir Angst. Geht mir aus dem Weg, Mann, ihr blockiert alles. Na komm. Ich habe Angriff hoch genug, oder? Vielen Dank. Ihr seid beide scheiße. Vielen Dank für das Herz. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen einfach aus dem Raum raus. Und bekämpfen Larry Jr. Oh yeah, habt ihr das gesehen? So, und jetzt bekommen wir nämlich einen Spirit Heart von dem. Und 2 Bomben. Und den Item Room. Und im Item Room bekommen wir Demon Baby. Das ist ein
spektakuläres Item, denn der schießt nämlich von alleine, wie einem Machine Gun, auf Gegner, die in seiner Nähe sind und das können wir gut ausnutzen. Also, das Item hat sich schon mal auf jeden Fall gelohnt, aber wie gesagt, ich will in den Shop rein mit meinen 14 Münzen und mal gucken, ob sich's lohnt, da reinzugehen. Eventuell tut's das sogar, aber ich will mir jetzt nicht extra ein Auge auskratzen, das ist eine Health Up-Pill, die will ich auf jeden Fall haben. Ein Auge auskratzen, oh, ja, auf jeden Fall ein Auge auskratzen, ich brauche eine 15. Münze. So, der Floor ist ganz schön groß, aber wie gesagt, ist ja auch ein XL-Floor, habe ich ganz vergessen. Das ist ein Arschraum und da ist eine Münze, die gibt uns nämlich die Nail, die Map meine ich. So, was wir jetzt machen ist folgendes, heppa, so, vielen Dank dafür. Ja, wir schnappen uns jetzt die Map. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch Geld verschwenden soll für die Karte, denn es könnte eine Dings sein, ein Hangman. Und der wäre unglaublich in Zusammenhang mit diesen Pillen hier. Aber zuerst einmal gehe ich zum Secret Rome, denn da könnte eventuell was drin sein, was mir gefällt. Oh, Horn of the Unicorn, ja, natürlich. Das gebe ich für die Nail auf, ist klar. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, ich habe nicht viel Möglichkeit, als einfach nur wieder zurückzugehen und, ja. Ihr seid beide tot. Vielen Dank. Und wieder ein Spirit Heart. So, das lohnt sich auf jeden Fall noch hier lang zu gehen. Denn, oh, ist glaube ich Balls of Steel dabei, kann das sein? Oh, ich hätte die Nail benutzen können. Okay, okay, egal. Was ist das hier? Das ist eine Pille namens Tiersap. Oh mein Gott, was haben wir für gute Pillen hier? Ich sollte wirklich irgendwas einsammeln, mit dem ich mehr Pillen bekomme. Dann kann ich das alles ausnutzen. Und das hier ist eine schlechte Pille. Ja, aber egal. Range Down ist nicht unbedingt unser Todes... Todessent? Wie nennt man das? Unser Urteil. Todesurteil. Genau. Bin ich blöd? Was zum Teufel? So, danke für den Schlüssel. Eventuell, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, aber... Nein, funktioniert nicht mehr. Man konnte sich damals, ich glaube in Binding of Isaac, Wrath of the Lamb 1.3 oder so, konnte man sich mit der Nail aus dem Bossraum raushauen. Und Poison Touch hilft uns zu überleben und nicht so viel Schaden zu bekommen. Zumindest, um nicht so viel Schaden zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem Angst, wenn ich Schaden bekomme. Ihr seid unheimlich, vor allem wenn es so leckt. So, genau. Vielen Dank. Die zwei Herzen, kann ich das ausnutzen? Kann ich nicht, denn, naja, gut, ich kann... Wisst ihr was? Jetzt muss ich überlegen. Also, ich kann theoretisch, theoretisch kann ich, meine Haare sind nass wegen Haare waschen. Das hier spielen. Aber das Problem ist, ich muss dann jedes Mal wieder zurücklaufen. Und ich will noch die Pille. Nein, ich wollte doch gar keine mehr. Ja, komm, geh kacken. So, vielen Dank für das hier. Wir spielen. Gib uns noch eine anständige Münze. Komm schon. Das ist immer noch nicht genug. Ach, wisst ihr was? Ich gehe hier lang und sammle den Nickel ein. Und da kaufen wir uns dann die Karte. Und wenn es ein Hangman ist, dann bin ich ganz persönlich davon überzeugt, dass wir diesen Run gewinnen werden, denn dann ist Fortuna auf meiner Seite. Und Fortuna ist ja mal wieder heute sehr schick angezogen. Mm. Die Göttin würde ich auch gerne vernaschen. Wie wäre es denn, wenn wir uns jetzt ganz schnell in die Richtung bewegen? Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gerade ein guter Satz zu sagen war. Aber naja, gut. Jetzt gehen wir nach rechts hin und wollen die Karte haben. Das ist... Oh mein Gott. Ich sag nichts mehr. Das war einfach nur geil. Okay, das ist Tears Up. Und wisst ihr was? Die Pille nehme ich erst gar nicht. Tut mir leid, es gibt keine Pille mehr, die gut sein könnte. Wir haben Balls of Steel, wir haben Tears Up, wir haben Health Up. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Pille entweder nichts macht oder scheiße ist. Und deswegen werde ich sie liegen lassen. Und, ja. Ich würde sagen, wir haben eine richtig gute Pill-Rotation. Und die können wir ausnutzen. Wenn wir jetzt noch ein paar mehr Pillen bekommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ordentlich viel Damage aushauen können. Wie hoch sind unsere Tiers? Auf 4 schon, wow. Na gut, dann haben wir schon mal 4 Floors hinter uns. Hat ja lange noch gedauert. Wie lange hat es eigentlich gedauert? Nur 20 Minuten, es geht. Es gibt bessere Runs, aber trotzdem. Das geht relativ schnell. Wenn wir jetzt noch gute Items bekommen, dann können wir so schnell wie möglich durchrasen. Und Demon Baby haben wir noch gar nicht benutzt. Ich glaube, wir sind auf gar keine Gegner gestoßen, so lange.
Oder keine Ahnung, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich spiele jetzt einfach mal, bis ich nur noch ein halbes Herz habe. Genau. Und jetzt gehen wir zum Boss. Und ich glaube hier links, was war denn hier links drin? Ich glaube, ist hier genau. Ach so, Razorblade, genau, genau, genau. So, ab zum Boss. Zum Bass. Und wahrscheinlich benutzen wir unsere High Priestess-Karte. Ja, komm. Bam. So, das war schlecht gerade, aber... Los, Demon Baby. Oh mein Gott. Nein, Demon Baby. Nicht abballern, wenn wir in der Nähe stehen, okay? Alles klar? Vielen Dank. Oh mein Gott, ich werde so Schaden bekommen. Demon Baby. Die kommen mir viel zu nah. Ganz ehrlich, ist mir viel zu nah. Viel zu nah. Okay. Hallo? Mein letztes Stündlein hat geschlagen. Das ist ein Herz, das ist cool. Vielen Dank dafür. So, wir bekommen Bandage. Das gibt uns ein Herz und ein Spirit Heart. Und das ist eins der besten Health-Up-Items, die es gibt. Und jetzt noch Husk. Und das ist ebenfalls der Bombenfliegen-Husk. Und ich habe extrem Angst. Demon Baby, tu, was du kannst. Tu, was du willst. Tu, was du nicht lassen kannst. So. Aber Husk ist natürlich viel einfacher als... Da gibt uns Spirit Heart, das wusste ich gar nicht. Hallo. Zumindest die Bomben fliegen, hallo. Wir bekommen Krampus und das gibt uns einen Range, wie nennt man sowas? Ein von Range abhängendes Angriff ab. Das heißt, je länger unsere Shots gehen, desto höher ist unser Angriff. Und Demon Baby macht gerade unheimlichen Damage, während ich noch nicht mal drauf schieße. Ich kann ihn gerade beschäftigen hier so. Oh, das war schlecht. Während Demon Baby draufhaut. Ja, immer weiter, komm. Oh ja, ich liebe mein Leben. Demon Baby! So, Range, jetzt bekommen wir Lump of Coal. Das gibt uns per Range Angriff ab. Wie ihr sehen könnt, unsere Shots gewinnen an Größe. Ja, so ein bisschen. Wir bauen halt nur ein bisschen mehr Range ab. Wir haben nur zwei wegen der Range Down. Aber nicht so schlimm, wir gehen in den nächsten Floor. Und das ist The Depths. Und dort gehen wir mal hier nach links und suchen mal nach dem Secret Room. Beziehungsweise nicht mal suchen, wir haben ihn schon auf dem Bild. Auf der Flimmerkiste. Wobei das Ding ja gar nicht mehr flimmert, weil wir schon bei TFT sind. Oder LED oder LCD, war keine Ahnung. Oh, dankeschön für die Bombe. Apropos, ich habe hier hinter mir von unserer... Ach, ich bin auch blöd. Okay, damit ist, hat's... Das mit der Umsonst-Bombe da auch, erledigt. Aber ja, wir haben hier so in so einer ganz alten Wohnung, ja, das ist so ein altes Haus hier. Und hier unten in der Kellerwohnung, sag ich mal, ist nicht wirklich eine Kellerwohnung. Ich bin ja ganz auf ganz normalen Level, aber ich nenne es so, weil alles andere oben weiter oben ist. Ist hier ein Fernseher drin und stellt euch mal vor, der Fernseher ist da 16:9 und ist ein Röhrenbildschirm. Das heißt, es ist ein riesig großer schwarzer Fernseher, Röhrenbildschirm, aber er hat, ist ein 16:9 Bildschirm. Also ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt noch existiert in der Welt. Also wer von euch das für mir für 2000 Euro abkaufen will, der darf gerne mich anrufen und wir können dann ein Treffen ausmachen. Nachts. Und vier Augen. Die Polizei bitte abschalten, sonst gibt's Tote. Aber auf jeden Fall, ja, wir wollen nichts überstürzen, aber trotzdem, oh Gott, ich hätte vielleicht die Nail benutzen sollen. Aber naja, gut. Den Boss haben wir gefunden, wir wissen schon mal, dass der da oben ist, aber ich will die Nail ausnutzen. Einmal. Genau, hier mache ich das. Und zusätzlich will ich, will ich den Shop finden, denn die drei letzten Shops, die müssten wertvoll sein. Vor allem, wenn jetzt in diesem hier Greed ist, dann weiß ich, dass es im letzten nicht mehr ist. Je nachdem, keine Ahnung. Larry Jr. wird gleich verrecken, das weiß ich ganz genau. Genau, Larry Jr., du hattest keine Chance. Gut, dass wir das mal schon mal geklärt haben. So, was denn hier oben? Das ist der Boss Room oder der Challenge Room. Ich hasse Leaper. Ich hoffe, ihr verreckt alle, vielen Dank. Und jetzt du noch, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, vielen Dank. Vielen Dank. So, den Schlüssel brauchen wir nicht unbedingt... Oh. Ganz vergessen, dass ich Magneto habe. So, hier ist eine goldene Chest drin. Die machen wir auf. Wir bekommen eine Tarot-Card namens Temperance. Und das könnte unter Umständen sogar nützlich werden. Wenn wir gut Herzen bekommen, dann können wir die benutzen, um Temperance zu benutzen. Um anschließend vielleicht ein HP-Upgrade zu bekommen. Aber das heißt nicht, dass wir auch eins bekommen. Denn die Chance ist ziemlich klein, soweit ich weiß. Und das hier sind nur Hopper. Die machen mir nichts aus. Und langsam macht es mir Angst, dass ich einen Kopf habe. Ich habe keinen Föhn hier in meiner Wohnung. In meiner Wohnung. Kein Föhn hier in meiner Wohnung. Und das heißt nicht, ich bin zu arm. Ich habe Geld genug dafür, aber ich brauche das Ding einfach nicht. Ich habe so wenig sozialen Kontakt, dass ich mir eigentlich das Föhn sparen könnte. Aber es ist unangenehm, in der Welt rumzulaufen. In der Welt heißt in diesem Fall in meinem Zimmer. Oh mein Gott, das war so viele Bomben, die ich hier umsonst bekommen habe. Wenn ich meine Haare hier so ein bisschen nass sind. Und, wie gesagt, ich
Hab mir die seit Jahren nicht mehr geföhnt. Also, die sind schon seit 3 Jahren nass. Nein, das meine ich nicht. Ich meinte eigentlich, dass ich schon seit 3 Jahren keinen Föhn mehr benutzt habe. Einfach, weil es mir nie was gebracht hat. In der Schule hat sich keiner drauf angesprochen gefühlt. Sie waren halt nass. Und? Und, mein Gott, wie viele Zombies sind hier? Ich glaube, ich krieg sogar Schaden, wenn ich hier so weitermache. Aber ja, es hat sich keiner drauf angesprochen gefühlt. Vielleicht hat es mir keiner erzählt, dass er dachte, meine Haare wären fertig, was sie nicht waren. Weil ich sie gewaschen habe. Deswegen sind sie auch nass. Dürr. Aber ich wollte nur mal angemerkt haben, dass es sich nie erlebt. Es hat sich nie, naja, angeboten, sagen wir es so. Und du bist nervig. Könntest du jetzt bitte mal. Demon. Weißt du was? Hier, guck mal. Ja, genau. Folg mir. Folg mir. Immer schön folgen. Genau. Und hier auch folgen. Vielen Dank. Und jetzt. Vielen Dank. So, wir haben die Nail. Und zusätzlich eine Empress-Card. Und die werden wir. Wisst ihr was? Hier. Die Leiter und ein Tinted Rock. Das da unten. Was ist denn das für eine Pille? Balls of Steel. Yeah. So. Die Leiter kaufen wir auch. Obwohl das eigentlich gar nichts nützt, weil wir, Dings haben: Magneto. Und das sind zwei Spirit Hearts. Oh mein Gott. Und den Schlüssel kaufe ich auch mal gern, denn wir haben 0. Und, jetzt benutzen wir die Empress-Card im nächsten, angebotenen Moment. Oh mein Gott, das ist Ultra Pride. Da werden wir es auf jeden Fall benutzen. Ebenso die Nail. Und wir sind unheimlich groß. Das ist cool. Und wir machen Damage wie blöd. Genau. Wollt ihr es? Wollt ihr es kriegen? Na kommt. Na kommt, Florian. Oh, oh, oh. Kawabanga! So, wir wollen die Left Hand nicht. Wir haben nämlich den Angriff ab durch Curved Horn. Und das nehme ich gerne an. So, Temperance. Wir haben Herzen überall. Deswegen, ja genau, das Herz stumpf ich mal weg. Ah, toll. Das Herz ist auf mich zugekommen, deswegen war das, hat das einen Nachteil gebracht. Aber naja, gut, wir spielen mal, bis wir, keine Ahnung. Oh, okay, never mind. Wir haben einen Blood Black bekommen, sind schneller und haben ein Herz mehr. Kann ich nicht Nein zu sagen. Ich sage eigentlich zu gar nichts Nein. Vor allem habe ich letzte Nacht nicht Nein gesagt, obwohl, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer sagen würde. Also, Nein zu Geschlechtsverkehr mit einem weiblichen, attraktiven Wesen. Obwohl das, obwohl ich das in meinem Leben eigentlich ausschließen könnte. Ja, ja, arme Exes. Egal, wir gehen mal weiter hier. Wow, 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 wow. Okay, nichts überstürzen, Leute. Ich bin vergeben. Okay, Themawechsel, jetzt mal ernsthaft. Aber ja, wow, 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 wow. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal die restlichen Räume lang. Aber wenn das Ding hier in der Sackgasse ist, ohne dass irgendwas drin ist, dann... Ja, okay, wir gehen wieder zurück. Das lohnt sich auf keinen Fall. Und euch habe ich im am Sack... Glaubt mir das. So. Tut mir leid für die Unterbrechung. Es ist auch immer wieder schön. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei, bei der Sackgasse da unten. Und deswegen gehen wir jetzt zum Boss. Mit unserem, Arsenal an Waffen und Leben und was weiß ich auch nicht alles. Die Chancen stehen gut. Vor allem, wenn wir jetzt Gicht bekommen. Oh mein Gott! Okay, wir könnten eine gute Chance gegen, gegen Isaac haben, beziehungsweise Blue Baby. Glaube ich mal. Oh mein Gott. Genau, weiter, weiter, weiter. Immer weiter ballern. Die haben so viel Damage drauf, vor allem bei den Tiers. Tut mir leid, aber das muss mal gesagt werden. Ich glaube, wir lassen den Gisch mal am Leben, sonst hüpft er gleich. Ah ne, er macht's nicht, okay. Aber jetzt macht das, okay. Egal, wir haben ihn gleich down. Und Barrage, Demon Baby, tu's. Oh, Demon Baby. So. Jetzt bekommen wir hoffentlich ein Deal with the Devil, genauso habe ich mir das erhofft. Gish, der schießt jetzt mit uns auch noch. Und Deal with the Devil gibt uns Brimstone und Guppy's Tail. Nein, ich nehme nicht Brimstone. Ich nehme Guppy's Tail, aber ich nehme nicht Brimstone. Guppy's Tail gibt uns einen Vorteil, weil, weil wir zur Chest wollen. Und das ist nämlich gut, denn in der Chest, jede goldene Chest in der Chest, ja, so heißt das, gibt uns Items. Und deswegen ist Guppy's Tail ganz gut. Das gibt mir heute nämlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Chest gute Items bekommen. Brimstone will ich nicht haben. Vor allem nicht, wenn ich so oft benutze, weil ich so oft benutze. Deswegen habe ich mal gesagt, nö. Und vor allem ist es dann immer so eine Verschwendung, wenn wir dann ein Tears-Up haben. Mit, also Tears-Up-Pille mit Brimstone, weil es kaum was bringt, außer halt die Aufladegeschwindigkeit zu erhöhen. Und das ist Schaden wie blöd. Aber sobald lang wir Schaden haben, können wir zumindest mal hier durchrennen. Oh mein Gott, das wird uns auch schaden. Zack, zack, zack. Das ist ja schön. Warum bin ich hier hochgegangen? Keine Ahnung. Aber egal, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, Brimstone will ich nicht jeden Run benutzen. Was haben wir denn hier? Wir haben The Lovers. Und wenn wir jetzt eine Bloodbank finden, dann können wir die auch benutzen. Wobei wir sowieso die Chance dazu bekommen, Herzen zu spenden. Einfach weil
Oh mein Gott. Nein, baller nicht. Oh mein Gott. Vielen Dank. So, so. Was ist denn hier unten? Du? Benutze ich dich? Nein, ich benutze... Ja, gut. Ich kann dich so benutzen, aber... Gibt uns, wisst ihr was? Wir jagen das Ding in die Luft. Boom. Gibt uns 3 Bomben und eine Tarot-Card. Und die Tarot-Card ist Empress. Die werde ich gleich mal benutzen, denn ich will die Lovers-Card weiter mitnehmen. Oh yeah. Yeah. Guck mal, wie groß wir sind. Ich bin schon groß geworden. Wisst ihr auch, warum? Fruchtzwerge gegessen. Ich habe die Dinger seit 8 Jahren nicht mehr gegessen, glaube ich. Als kleines Kind habe ich die mal gegessen. Irgendwie sind die pleite gegangen oder sowas. Ich sehe die gar nicht mehr, die Fruchtzwerge. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich kaufe nur im Penny ein oder so. Obwohl der Penny ja gar nicht so schlimm ist. Und das war gerade nutzlos. Beim Aldi gibt's... Nee, beim Lidl gibt's, glaube ich, nur so... Nee, beim Aldi auch. Da gibt's, glaube ich, auch nur, in Anführungszeichen, Billigzeug. Aber Aldi ist jetzt nicht auch nicht unbedingt, so ein schlimmer Markt. Ich meine... Ich gebe ganz ehrlich zu, ich kaufe ein paar Markensachen, aber ich kaufe nur Markensachen, wo ich auch weiß, dass sie gut sind. Also, wie ich das schon mal erwähnt habe, bei Nutella zum Beispiel gibt es, glaube ich, keine gute Alternative. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist, aber für mich gibt es da nicht so eine wirkliche Alternative. Und deswegen, oh mein Gott, wir haben gerade so ein Kreuzfeuer gemacht. Demon Baby nach oben, Demon Baby nach unten und ich nach oben. Das sah ganz cool aus. Aber ja, auf jeden Fall, das kaufe ich, ich glaube, bei Aldi gibt es sowieso Nutella, kann das sein? Oh mein Gott. Ah! Speed up! Hat sich's gelohnt? Ja, hat sich's, auf jeden Fall. Wir haben einen Kompass und da sage ich auf keinen Fall nein. Aber werde ich wohl tun müssen, wenn ich. Na komm. Vielen Dank. So, Demon Baby hat übrigens auf die Dinger geschossen. Das mich ihm nicht übel. So. Wenn wir jetzt Geld bekommen. Und noch einen Cent. Und nach 1 Cent. Komm schon, komm schon, komm schon. God damn it. Noch 1 Cent brauchen wir. Dann können wir uns den Kompass leisten. Und ja, ich würde mal sagen, wir rennen jetzt ganz schnell hier hoch mit unserem Speed up. Hat sich das gelohnt? Ich glaube, ich habe 3 Schaden oder so bekommen. Aber naja, gut. So. Sobald wir eine Münze bekommen, wissen wir, was zu tun ist. Wir sehen gerade saukomisch aus mit unserem Saft um den Mund und dem Curse. Oh mein Gott. Mein Kampfschrei übrigens. Sorry, ein Kampfschrei. Oh yeah. Und jetzt du noch. Vielen Dank. Und jetzt du noch. Es gibt uns eine goldene Chest, die können wir leider nicht öffnen. Und, oh mein Gott. Das wird eng. Das wird eng. Wir haben gerade 1 Cent verloren. Komm schon. Spirit Heart. Ja, okay, das ist okay. Hier sind 3 Bomben drin. Wir brauchen Cents und Münzen, Mann. Tu mir das nicht an, Mann. Ey, Mann, wo ist mein Auto, Mann? Der Film war übrigens sauschräg, aber trotzdem cool. Ihr solltet ihn anschauen. Also, ey Mann, wo ist mein Auto? Na komm. Wow, 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 wow. Ich meine natürlich, wie ist das Wetter so bei euch? Oh, noch eine Chest, okay. Da bekommen wir 2 Münzen, yay! Okay, wir rennen so schnell wie möglich zum Shop. Und dann bewegen wir uns anschließend ganz schnell zum Boss. Und hätte ich jetzt noch mehr Geld bekommen, dann hätten wir vielleicht noch einen Schlüssel kaufen können, um den Item Room in Zukunft zu öffnen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass der Kompass sich mehr lohnt, denn der Kompass ist OP und naja, der Item Room eventuell nicht. So, vielen Dank dafür. So. Ja, eventuell bekommen wir einen Schlüssel sowieso, aber wie gesagt, den Item Room zu überspringen ist keine super große Not. Ich habe sowieso schon recht gute Items, aber ich will jetzt nicht sagen, hier gibt mir keine Items mehr, hier, Fortuna, ich meine, nur weil ich sage, ich will keinen Kuchen haben, heißt das nicht, du sollst mir keinen Kuchen backen. Oder, nur weil ich nicht sage, dass ich einen Kuchen haben will, sollst du mir keinen Kuchen backen, genau sowas. Ich wollte gerade so einen frauenfeindlichen Witz ablassen, aber irgendwie hat das doch nicht ganz so gefunzt, wie ich es mir gedacht habe im Kopf. Na komm, vielen Dank, gibt's einen Schlüssel hier? Keine Ahnung, ich habe gerade Fortuna beleidigt, ich glaube nicht. Dachte ich mir schon. So, danke für die Bombe. Ihr seid einfach. Und das gibt auch eine Bombe. Habe ich irgendeine Karte, irgendeine Sache, die mir zusätzliche Schlüssel gibt oder zusätzliche Bomben gibt? Irgendwie. Schlüssel? Fragezeichen? Nope, nur Cents. Die mir genau 5 geben, was heißt, dass ich eigentlich theoretisch zum Shop könnte. Und wisst ihr was? Ich werde nicht aufspeeden. Das ist nämlich, da bin ich viel zu faul dazu. Bin ich eigentlich nicht, aber ich will es nur mal gesagt haben. Aber wie, da können wir doch gleich mal über eine Sache reden. Das Wetter, genau, das Wetter. Wie ist es so bei euch? Bei uns. Pisst gerade, wie blöd. Und es ist gerade 10 Grad oder so.
Und gerade vorgestern habe ich Minecraft noch aufgenommen und habe in meinem Minecraft meinen Skin geändert. Ich habe 4 Skins für meinen. Ich habe ja den Curly Brace Skin. Falls einer von euch Cave Story nicht kennt, solltet ihr spielen. Ist kostenlos und außerdem ein geiles Spiel. Wer vor allem Metroid oder sowas mag, der kann es gerne mal spielen. Ja, da kommt ein Charakter vor, der ist Curly Brace. Das ist ein weiblicher Roboter. Der nicht so aussieht wie ein Roboter. Die beiden sehen überhaupt nicht aus wie Roboter, die Hauptperson. Aber auf jeden Fall, die habe ich als Skin in Minecraft und ich habe ihr jeden Sommer so ein. Also jeden Sommer, jede Jahreszeit so ein Skin verpasst. Chocolate Milk will ich nicht haben, das ist scheiße. Das versaut mir meine Tiers ab, wenn ich dann die ganze Zeit so machen muss. Aber ja, ich habe jede Jahreszeit so ein eigenes Skin gemacht. Die Idee hatte übrigens nicht ich, sondern die hatte eine Person namens Onikui. Und die habe ich, glaube ich, noch gar nicht in diesem Channel erwähnt. Das ist die Person, die auch mein Avatar, den ich immer benutze, zum Beispiel als in dem Intro, den man sieht, den Avatar, den hat sie zum Beispiel gezeichnet, zumindest auf Blockblatt. Den koloriert habe ich den, aber trotzdem ihr Zeichnungsstil ist das. Und die Person, die hat mich darauf gebracht, die hat nämlich auf unserem Clarity-Server, als es Sommer war, ihrem Skin eine Sonnenbrille gegeben und das habe ich mir dann auch gedacht. Hab meine Hosen kürzer gemacht etc. auf dem Skin und habe mir dann gedacht, hey, machst du doch im Herbst so eine Jacke hin und so weiter und dann habe ich daraus einen vollen Kreis gemacht, also sprich Isaac! Wir bekommen ein HP-Upgrade, wir bekommen den Polaroid, der uns den Angriff wieder abzieht, ist aber nicht so schlimm. Aber ja, wir gehen mal den Floor runter. Aber auf jeden Fall hat die mich drauf gebracht. Onikui. O-N-I-K-U-I. Onikui. Die hat mich drauf gebracht, diese Skins zu machen. Aber ja, wir sind sowieso jetzt mit dem langweiligen Part fertig. Jetzt kommt nicht der Part, wo das Spiel überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, mein Mauszeiger ist richtig schön. Findet den nicht auch? Ich glaube, den seht ihr gar nicht, oder? Kann das sein? Achso, ja, ich sehe den gar nicht. Ich habe das ja ausgestellt. Der Mauszeiger, der Vista oder Windows 7 Mauszeiger, der sich im Kreis dreht und den wahrscheinlich jeder hat. Ich sollte eigentlich meinen Mauszeiger mal wieder verändern. Spiel? Komm schon. Mir gehen die Themen aus, mit denen ich hier reden kann und von Sex wollte ich jetzt in Floor 13 anfangen. Komm schon. Aua. So, vielen Dank. Ja, ich würde mal sagen, das war genug davon und, wow, okay, Nail auf jeden Fall benutzen. Übrigens, falls ihr in der Womb seid und die Nail habt, dann solltet ihr immer, wenn ihr die Nail benutzt, alle Steine aus dem Weg räumen, denn dann könnte ein Tinted Rock dabei sein. Das werde ich euch gleich mal demonstrieren hier, so einfach so. Hat natürlich jetzt gar nichts gebracht, aber wie gesagt, ich wollte nur mal gesagt haben. Hier ist der Secret Room. Der gibt uns Ankh. Das ist natürlich jetzt eine Sache, weil wenn wir jetzt wiederbelebt werden, dann werden wir als Blue Baby wiederbelebt. Und das wiederum bedeutet, dass wir kein neues Item bekommen werden, wenn wir Blue Baby besiegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Weiß nicht, warum das nicht böse sein sollte, wenn ich scheiße sage, anstatt das richtige SCH-Wort. Aber, naja, gut. Ich bin ja immer so ein bisschen sonderbar, also von daher. Das ist eine Pille und das ist Range Down. Wow, okay. Meine Haare sind im Weg. Oh, hier die Nail zu benutzen wäre ein Traum. Ich glaube, das kriege ich sogar hin, wenn jetzt nicht alle Räume ohne Gegner wären. Aber ja, das mache ich am besten auch noch. Den Nail aufchargen und dann den Raum benutzen. Vielen Dank dafür. Habe ich hier irgendwo eine Bloodbank? Das wäre nämlich voll cool. Obwohl, ich kann zumindest dich in die Luft jagen. Oh Gott. Das ist Ace of Spades. Den können wir leider nicht... Ah! Scheiße. Okay, auf jeden Fall, den können wir leider nicht einsammeln, denn wir brauchen den Polaroid, um an Isaac vorbeizukommen. Und, ja. Was wir jetzt noch machen können, ist hier nach links gehen und eventuell in den Bossraum gehen. Und die beiden Monstros besiegen und hoffen, dass sie uns Items geben. Das war gerade sehr bescheiden. Na komm schon. Ich habe Angriff ab, wie blöd, warum... So, ihr zwei seid hoffentlich bald down. Okay, einer ist zumindest down. Na komm schon, Monstro. Vielen Dank. Das ist Isaacs Fork, die wollen wir auch nicht haben, können wir nicht haben. Und ich hoffe, die Nail chargt bald. Ah, warum kriege ich eigentlich so viel Damage auf einmal?
So, ja, machen wir auf jeden Fall. Und es fängt wieder an zu regnen. Super, super Timing. HP-Upgrade, yep, auf jeden Fall. Ja, komm. Vielen Dank dafür. Larry Jr. ist ein einfacher Boss. Also habe ich da keine Bedenken. Aber jetzt mit Monstro. Nee, Chop kommt jetzt, okay. Never mind. Ich habe mich geirrt. Und oh mein Gott, hagelt's oder was? Ich glaube, es hagelt sogar. Es ist saulaut. So, auf Chop. Los, los, los. Auf Chop, 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 Chop. Ja, keine Chance. Oh, hört ihr das? Tatsächlich, es hagelt. Oh mein Gott. Die Welt geht unter. Und drei Bosse. Oh, ganz vergessen. Jesus Christ. Ich hoffe, das hört ihr nicht so stark. Aber ich hoffe... Ja, ich glaube, das hört ihr nicht so stark. Ja, das zumindest einigermaßen, würde ich mal sagen. Also, ihr werdet es auf jeden Fall nicht hören. Mich mal ganz blöd gesagt haben. Jesus Christ. Gott pisst Eiswürfel. Ja, wir haben den Bossraum besiegt. Bekommen die Chest mit einer Bombe dazu. Und dazu den Nail Charge. Und raten mal, wo ich den benutze. Das wird jetzt sowas von befriedigen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Auf Gleis 9. Okay. Auf jeden Fall hier. Zack, 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 zack. Und so weiter. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir einen Spirit Heart dazu. Ja. Habe ich doch gewusst, dass hier ein Tinted Rock dabei ist. Ich bin so ein schlauer Kerl. Oh yeah. So. Und der Boss ist wahrscheinlich Skolex oder Blasphemy. Blastocyst. Nein, es ist Conquest, verdammt. Ich hasse Conquest. Conquest ist scheiße, weil er so seine dummen Attacken verhindern immer, dass ich ihn treffen kann. Und außerdem ist er OP. Und jetzt kommt wieder sein Ausweichangriff, wo ich keinem von den Schaden machen kann. Er macht mir immer Schaden und jetzt kommt die Lichtstrahl-Scheiße. Ist OP wie blöd. Mich hat jemand wieder auf YouTube abonniert. Übrigens, in letzter Zeit, das wollte ich euch auch mal erzählen, in letzter Zeit kam ein richtiger Boost in Abonnenten. Ich weiß nicht warum. Ich kriege, glaube ich, 20 Abonnenten pro Tag oder so. Hätte ich nie gedacht, dass ich sie so aufaddiert. Also schon mal danke dafür, also fürs Teilen und so weiter. Ihr wisst gar nicht, wie viel das bringt. Also, ist natürlich nicht, übrigens ein kleiner Tipp, falls ihr gerade angefangen habt oder so. Davon kriege ich nicht oft öfters mal was mit, dass Leute anfangen, einen Kanal zu machen jetzt. Wo ich nicht unbedingt widersprechen muss, denn es ist, man kann immer anfangen. Es gibt keine Zeit, wo man nicht anfangen kann. Auf jeden Fall, am Anfang solltet ihr nicht noch nicht so sehr drauf gehen, dass die Leute abonnieren oder Subs machen und so weiter. Macht einfach Videos. Die Leute, die euch gucken, werden wahrscheinlich selber rausfinden, dass ihr abonniert könnt. Außer, ihr glaubt von euren Abonnenten, dass sie blöd sind, aber dann glaube ich auch nicht, dass ihr besonders nicht weit kommt. Aber ja, solltet ihr am Anfang noch nicht so drauf gehen. Ihr solltet. Wir bekommen Devo the Devil, wow. Mams, na. Oh. Okay, tut mir leid, aber Spirit of the Night und Mams Knife. Tut mir leid, aber das ist. Tut mir leid, aber. Nope. Das kann ich nicht einfach. Da kann ich einfach nicht Nein sagen. Das wird uns so einen Vorteil verschaffen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du bist tot und ihr zwei seid auch tot. Vor allem bei unserem Damage gerade. So. Aber ja, Tipp für euch, ihr solltet, wenn möglich, erst später damit anfangen zu sagen, ja, like doch und bla bla bla. Und vor allem macht es in einem Weg, der einigermaßen akzeptabel ist. Also akzeptabel im Sinne von gut anzuschauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unter Umständen, wisst ihr was? Pass mal auf, Achtung. So, dass es nicht unbedingt nicht nervig sein kann, dass wenn ein Bild unten rechts kommt, von wegen, das ist das und das für eine Pille. Oh, Tier ist down, na toll. Dass es dann nicht nerven kann, aber ich sag mal, es ist nicht nerviger, ein Bildchen zu haben, unten rechts, das sagt, bitte liken, wenn es euch gefallen hat. Vor allem, wenn es euch gefallen hat. Ich meine, die Leute sollen nicht liken einfach so, sondern die liken, traditionell liken sie, weil ihnen das Video gefällt. Dürr. Aber, macht's nicht unbedingt wie andere YouTuber, die ein bisschen größer sind, die dann halt ihren Scheiß da rumspammen und, wahrscheinlich alle 2 Sekunden irgendein Bildchen aufpoppen lassen. Bitte liked und subscribed und bla bla bla. Man muss immer deutlich machen, dass die Leute liken, nicht liken, um damit ihr weit kommt, also damit sich das gut verteilt, sondern stattdessen einfach nur, weil es ihnen gefällt, damit ihr eine Ahnung davon habt. Und es gehen übrigens die Leben ein bisschen aus, ich glaube. Aber ja, dass ihr eine Ahnung davon habt, ob es den Leuten gefällt, das ist eigentlich die Funktion des Likes.
will jetzt nicht sagen, dass das eventuell auch nicht dazu beiträgt, dass ihr ein bisschen berühmter werdet, was nicht der Fall ist. Also es trägt dazu bei, aber trotzdem. Tut mir den Gefallen und wow. Okay, Cathedral, wir kommen. Tut mir den Gefallen und seid nicht so penetrant. Und vor allem macht keinen Kanal auf, um berühmt zu werden. Das sollte keiner machen. Das war gerade Glück, wie blöd. Nail hätte ich vielleicht in den nächsten Raum benutzen sollen, aber das ist ja auch egal. Das ist Pestilence. Der hat nicht... Oh mein Gott! Der hat nicht unbedingt da so viel Chance. So. Zweimal Sloth, den besiegen wir schnell, glaube ich zumindest. So, komm schon. Vielen Dank. Komm schon, Sloth. Mach's nicht noch schwerer. Vielen Dank. So, gibt uns eine Karte und das ist... The Lovers, schon wieder. Wir haben keinen Schlüssel, um zu öffnen. Aber wir können zumindest mal unseren Nail chargen für den Kampf. Und wir haben keinerlei Schlüssel, die wir benutzen können, um die Chest aufzumachen. Und das wiederum bedeutet, dass uns Gavis Tail gar nichts nützt. Aua. Das war gerade nicht gut. Vielen Dank dafür. Das war... Komm schon. Meine Güte. Das war gerade nutzlos. Warum bin ich da reingegangen? Keine Ahnung. Frag nicht. Maul. Okay, wir gehen mal in den Curse Room. Denn da drin könnte das unter Umständen doch recht nützlich sein. Aber leider ist es nicht so. Vielen Dank dafür. Lovers. Zack. So, was ist das für eine Karte? Das ist Lovers. Genau. Ich habe gerade ein blödes Déjà-vu. Geil. So, was haben wir drin? Normale Chest. Und dort ist Red Patch drin. Wir können leider den Polaroid nicht loswerden. Von daher, sorry. Aber das ist leider nicht möglich. Das ist not possible. Game possible. Sorry. Ich mochte die Serie eigentlich. Ich mochte sie. So, Monstro. You are dead. Not big surprise. So, mein... Habe ich gerade Schaden bekommen? Nee, sah nur so aus. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir, ja, in Secret Room könnte ich gehen. Wir müssen unseren Nail ein bisschen chargen, von daher werde ich mal ein bisschen hier rumlaufen. So. So, Fötus. Wie wir aussehen, ist extrem... Okay, das war schlecht. Ist extrem, furchteinflößend, nicht beeinflößend. So. Eine Münze nützt uns rein gar nichts. Monstro 2 wird eine Leichtigkeit. Genau. Du bist gleich tot. Vielen Dank dafür. So. Ihr zwei seid auch recht einfach. Vielen Dank. So. So. Ja, was können wir denn jetzt noch machen, außer alle Räume erforschen? Und da, ich habe schon wieder nicht genug Schlüssel. Bombsaki oder sowas wäre cool, aber ja, naja gut. Wir werden jetzt einfach mal Judgment benutzen. Gib uns einen Schlüssel, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was ist das? Justice, das gibt uns einen Schlüssel. Yeah. So. Ja. Bitte, bitte, bitte. Das ist eine Karte, die gibt uns Magician, das ist nicht nützlich. Immer weiter. Komm schon. Das ist eine Karte. Und Two of Diamonds verdoppelt unsere Münzen. Das nützt gar nichts. Ich hätte lieber ein Two of Spades oder so. Aber, naja gut. Wir können weiterspielen, also von daher. Vielen Dank dafür. Das ist der Hero Fund. Das gibt uns zwei Soul Hearts. Und das ist Book of Revelations. Vielen Dank dafür. So. Ja. Es hat uns viel gebracht. Wir haben zwar nicht so viel Schlüssel bekommen, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben trotzdem Spirit Hearts. Und, jetzt gehen wir nochmal und chargen unseren Nail fertig. Und anschließend gehen wir uns in den Isaac-Kampf. Zum Glück sind die explodiert, bevor sie mir zu nahe kamen. Denn diese Dinger sind furchtanflößend. So, die Pille ist Tears Down. Wow. Ich hätte schwören können, die rote Pille wäre was Gutes gewesen. Fortune Teller, ja, gerne. Es gibt uns Spirit Hearts en masse. The Joker. Finden der hin, bitteschön. Okay. Wir spielen einfach mal. The Joker. The Joker. Okay. Okay. Das ist furchteinflößend. Vor allem, wenn ich hier meine ganzen Items in der Mitte habe. Okay. Ich sammle mal alles ein. Jetzt habe ich den Joker und den Polaroid. Wir gehen mal in den... Und der gibt uns The Mark. Und das erhöht unseren Damage. Und
Das gehe ich ein. Vor allem, weil wir einen Split-Hard dafür bekommen. Also von daher ist das auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir erhöhten Damage. Und haben eigentlich eine recht gute Chance gegen Isaac. Vor allem, wenn wir so ein bisschen tanken und so. Hi, Daddy Longlegs. Du bist gleich tot. Yeah. So. Genau, danke für das halbe Herz. Ein Bloodbank wäre ganz cool. Denn den könnten wir ausnutzen. Bitte nicht Cursed Skull aufheben. Vielen Dank. Ja gut, Joker brauchen wir nicht zweimal. Unser Nail können wir eventuell sogar chargen, wenn jetzt hier oben noch ein Gegner ist. Ist natürlich nicht. Yay. Yeah. So, das heißt also, wir können nichts mehr tun. Vielen Dank für das Herz. Außer natürlich jetzt zu versuchen, ein halbes Herz zu kriegen. Denn dann können wir eventuell den Polaroid benutzen. Aber ja, momentan können wir das leider nicht. Oh, das ist eine gute Pille, Balls of Steel. So, jetzt haben wir eventuell sogar eine Chance gegen Isaac, vor allem weil wir Gish haben und der verlangsamt seine Schüsse. Also können wir besser zielen mit unseren, Messerwaffen. Oder mit unserer Messerwaffe, wir haben nur eine. So, vielen Dank, Isaac. Ich hoffe, du, wie ihr sehen könnt, ist er wesentlich langsamer. Und das wiederum bedeutet, dass wir besser dodgen können. Oh, jetzt draufgehen, draufgehen, draufgehen. Vielen Dank. Und immer draufgehen, wenn ihr getroffen werdet. Immer sicher gehen, dass ihr dann den, erstens mal, wenn ihr Poison Touch habt, den Gegner besiegt. Besiegen wäre gut, aber ich meinte eigentlich berühren. Denn das gibt einem, Isaac Poison Damage. Und, wir haben wenig Leben verloren, das ist schon mal gut. Und da geht Isaac down und jetzt müssen wir nur noch den Phytos hier besiegen. Und sind dann in der Chest. Und ja, los geht's. So, jetzt können wir die Chest hier öffnen und das gibt uns Brother Bobby, okay. Alles klar. Sag ich nicht nein zu. So, das war schnell. Da wurde Chubb geäfft. Der hatte keine Chance. Oh mein Gott, muss ich jetzt gerade Damage bekommen, ganz ehrlich. Und jetzt müssen wir nur so schnell wie möglich Schlüssel auftreiben, denn Schlüssel sind sehr wertvoll in der Chest. Yeah. So, ihr zwei seid so gut wie down. Und da geht ihr down. Ah ne, nur einer. Aber trotzdem. So, da geht Monstro down und ebenfalls seine Companions. Das ist Feuer. Das macht mir Angst. Vor allem, weil es feuert. Haha. Witz ist auch immer schön, oder? Yeah. Double Kill. So, das ist wieder Daddy Longlegs. Aua. Und der stirbt ganz schnell. Gibt uns rein gar nichts. Ich hoffe darauf, dass ich... Oh mein Gott, Carrion Queen. Los. Ich mag euch nicht. Vor allem, weil ihr... Ah, zum Glück habe ich keinen Damage da bekommen. Komm schon. Noch ein Hit. Hep. Und er ist tot. Und wir bekommen eine Münze. Und wenn wir jetzt rausgehen, ist hoffentlich die Kacke weg. Ja, sie ist weg, okay. Wir wollen ein paar Schlüssel auftreiben, weil ich will nämlich nicht die ganzen Chests hier verschwenden. Das könnte nämlich sogar nützlich sein. Und vor allem, weil wir eine Nail Charge haben, wenn wir bei dem Boss ankommen. Und Death ist nicht gut, denn der macht Sensen und die machen sehr viel Damage. Okay, das ist sehr komisch. Die Sensen hat mir gerade Angst gemacht. Okay, wenigstens ist jetzt Death von seinem Pferd runter. Und das wiederum bedeutet, dass wir ihn schon halb down haben. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht sterben können. Pestilence. Oh mein Gott. Das Pferd macht mir Angst. Vor allem, weil es einfach nicht sterben will. Na komm schon. Vielen Dank. So. Das sind zwei Monstros, die hoffentlich bald down gehen. Aber naja, gut. Na kommt schon. Leute. Ihr macht mir Angst mit eurem asynchronen Movement. Vielen Dank dafür. Du springst und bist tot, genau. So, meine Partner tun hoffentlich den Gegner schnell besiegen, genau. So, wir bekommen eine... Oh, wir haben... Mr. Mega, okay. Das bedeutet, wir haben wieder einen größeren Bombenradius. Und hier benutzen wir mal den Nail. Und, oh mein Gott, wir haben wieder einen Schaden bekommen. Glatten nie. Oh mein Gott, wir haben zwei Schaden bekommen. Okay, okay, das sieht jetzt sehr schlecht aus. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Na komm, Sluff. Vielen Dank. Was ist das? The Devil.
Ja, wir können jetzt nichts mehr machen, außer ja, mit einem Herz werde ich garantiert nicht Isaac besiegen können. Also von daher werde ich vorsichtshalber versuchen, ein bisschen Nailchart zu bekommen. Genau, und da ich weiß, dass Famine nur gerade rusht, weiß ich, dass er nicht... Oh, Speed and Range, okay. Dass er mich nicht erwischen wird. Und zweimal Last ist einfach. Ich habe gerade gedacht, die Schüsse von Demon Baby wären meine. Ich meine die von Gegnern, aber da habe ich gemerkt, Last kann gar nicht schießen. Na los, ihr zwei. Vielen Dank dafür. So, und jetzt noch du. Na komm. So. So, das gibt uns Yamhart. Nützt rein, ja, nichts. Und das ist Danny Longlegs. Und der ist hoffentlich einfacher als... Okay, das war ziemlich einfach. So. Es ist und bleibt spannend. Das ist Fetus in a Jar. Den, warte mal, was haben wir denn jetzt? Wir haben einfach nur... Genau, wir haben einfach nur Fetus in a Jar. Das heißt, also den kosmetischen Effekt. Aber das heißt nicht, dass er uns Bomben gibt. Genau, ihr zwei seid hoffentlich bald down, genau. Ich muss so schnell wie möglich die Typen besiegen, bevor sie mir ganz schön unheimlich werden. Na komm schon. Ich habe immer noch nur ein einziges Herz. Das war gerade gruselig. So, das ist der D20. Was können wir damit machen? Ich habe keine Ahnung. Wir können mal zurückgehen und der D20 rerollt sozusagen nicht so wie der D6 normal Items, sondern der rerollt Chests etc. Also wenn ich jetzt hier hochgehe und zum Beispiel das hier mache, dann bekommen wir ein Trinket dafür. Das ist aber sogar, glaube ich, gut, denn Polaroid brauchen wir sowieso nicht mehr. Zumindest meiner Meinung nach. So, aber ja, wir haben keine Schlüssel, das heißt, wir müssen noch einen Charge überlegen, dann können wir eventuell sogar was ausrichten bei Blue Baby. Aber es wäre mir natürlich ein bisschen lieber, wenn wir ein bisschen mehr hätten, als nur ein einziges verdammtes Herz. Das ist ein Feuerraum, denn ist mir rein ja nichts. Naja, gut. Ich werde garantiert mich mit einem Herz in... Oh mein Gott, Loki. Musste Loki sein. Vor allem bei Bombenfliegen ist mir das ziemlich unheimlich. Raus hier. Raus hier, bitteschön. Bei 6 Bombenfliegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das überleben werde. Oh mein Gott, das war gerade sehr knapp. Loki, bitte sterb ganz schnell. Vielen Dank. So, jetzt noch den einen hier. Und wir bekommen eine Chest mit Bombag drin. Und wir haben so viele Bomben, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum bin ich hier reingegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich da reingegangen bin. Tut mir leid, Leute. Oh mein Gott, wir leben ja noch. Okay, ja, jetzt ist leider das Problem, dass wir Blue Baby sind. Also es rein gar nichts nützt, dass wir wiederbelebt wurden. Aber naja, gut, was kann ich erwarten? Okay, besiegen wir halt mal Blue Baby. Der ganze Run war für die Katze, würde ich mal sagen. Ja. Okay, wir tanken einfach mal. Wir haben Polaroid. Nee, wir haben Polaroid gar nicht mehr, aber trotzdem, wir tanken einfach mal. So. Oh, okay. Na komm. So, letzte Stage. Und, jetzt bemühe ich mich mal. Oh oh. Okay. Aber wie gesagt, das hätte überhaupt nichts genützt, weil wir mit Blue Baby schon längst durchgespielt haben, aufgrund des Angs. Aber, naja gut, der Run war ziemlich gut, aber ich habe es trotzdem verkackt. Also würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Bis Freitag.